Ja, liebe Leute, heute geht's weiter mit Far Cry New Dawn mit mir und dem René und wir machen heute wieder ein bisschen Story. Holst du mal eben kurz ein Auto, dann dass wir gleich weiterfahren können? Ja, klar. Natürlich. Ich hab gerade wieder einen Weg links markiert. Wieso ist Born in Society nicht möglich? Keine Ahnung. Ach, du standest im Weg, du standest im Weg. Ja, jetzt bin ich jetzt wieder. Guck, jetzt geht es, du bist weggegangen und jetzt geht es. Ja. So, wir haben ja nicht auch die Möglichkeit, Waffenstufe 3 herzustellen, nachdem ich das mal eben aufgerüstet habe. So. Ja, jetzt habe ich endlich meinen Bogen. Also nicht meinen eigentlich. Ja, das kommt aber auch. Der letzte Bogen ist halt, aber ich habe wieder einen Bogen. Ja, weißt du. Ja, mir fehlen noch ein paar Materialien, dann kann ich einen Sägeblattwerfer der Stufe 3 aufbauen. Ich glaube, ich habe den Weg markiert. Ja, zu Sharky, ne? War richtig. Okay. Genau, sowieso. Das ist auch markiert. Perfekt. Du bist ein absoluter Fan von dem Sägeblattwerfer, ne? Ja. Der ist aber auch geil. Der ist aber auch absolut geil. Aber ich weiß nicht wie. Ich hab's ja schon voll oft gesagt, ich bin ein absoluter Bogenfan, was Far Cry angeht. Ja, ist gut. Da hat man zumindest die Möglichkeit, sich ein bisschen zu ergänzen. Ja. So. Da vorne ist wieder irgendwas. Huch. Oder da. Ich habe ihn doch erwischt, bevor er weg ist. Der liegt hier irgendwo tot rum. Ich habe den mit dem Pfeil erwischt. Da. Wunderbar. Haben wir noch alles mit? Umso mehr Materialien mitnehmen, umso besser ist das. Ja. Warte. Wir nehmen die Hirsche da noch mit. Oder auch nicht. Ach komm! Ja, den einen habe ich. Na, okay. Ha, ja, das ist die Lope. Ja, irgendwie will er nicht. Egal. Okay. Dann fahr. Mach es doch direkt. Weiter. Ah, du willst den looten, ne? Ließ sich nicht umsonst gekillt hier. Mal guck mal, ich habe ein Baby getötet. Na komm, egal. Ja, stimmt, es kann sein, dass wir hier wieder noch ein paar Leute haben. Bogen macht bei New Dawn auch am meisten Schaden von allen Waffen. Ja. Der ist heftig, der Bogen. Oh, Elite-Schweinchen. Down. Haus eines mutierten Ebers habe ich gerade getötet. Oh, ich habe sogar eine Herausforderung abgeschlossen. Ich habe tatsächlich noch nie einen Mutanten-Wildschwein getötet. Krass. Das war jetzt einfach nur Zufall, der kam auf mich zu und hab ich gedacht, holst du ihn dir? Ich hab dafür auch gerade eine Trophäe bekommen. Da kommt ein Adler. Da fliegt ein Adler. Schau auf, ich hab noch nie einen Adler getötet. Bei New Dawn natürlich, ne? Ja. Bei Dings haben wir gerade sagen, bei
Primal. Haben wir, ja, Primal ich andauernd. Ja. Bei Primal ist das gepflegter Standardatlas natürlich. Warum dreht er das Auto nicht um? Ah, jetzt. Oh, oh. Dann let's go. Oh. Tot. Gegner zu Hauf. Kommen noch mehr Gegner. Ja, ja. Den auf dem Quad habe ich. Den hast du ja, sehr geil. Ja. Du kannst mich retten, schnell. Ja, dann komm mal raus da. Meinen Glauben an die Menschheit gerettet. Voll die Vorteilspunkte am Abgreifen, ja. Hammer. Naja, braucht man ja auf jeden Fall. Ja, ja. Ein bisschen. Ich hab schon wieder, wie viele habe ich auf Lager? Warte. 10. 10 Stück habe ich schon wieder. Aber die coole Highwayman-Karre nehmen. Ich habe sie gerade beide repariert. Oh, hier ist sogar eine Falle drin gewesen. Weil manche Highwaymen, du kannst dich nicht in jedes Highwayman-Auto setzen. Manche haben Fallen. Die musst du dann deaktivieren. Beziehungsweise, ich habe noch nie eine Falle selbst deaktiviert. Ich habe das geskillt und seitdem macht er das automatisch. Okay. Naja. Dann drauf. Gehen wir weiter. Wir haben auch einen Geschütz hinten drauf. Mhm. Hallo. Boah, das Ding lässt sich aber steuern wie ein Stein, wa? Das ist der Wahnsinn. Boah. So. Eieieiei. Ah ja. Habe ich erwähnt, dass ich keinen Führerschein habe? Und wichtig ist digital. Ist ein Spiel. Uiuiuiuiui. Das war beabsichtigt, wir sind viel zu nah dran, wir sollten laufen. Der ist festgefahren. Ich stecke an einem Stein fest. Aber wir sind echt nah dran, also ich weiß jetzt nicht, was hier abgeht, aber. Das ist meiner Meinung nach schon wieder zu ruhig. Ja, genau das, genau das. Das denke ich mir auch gerade, hier ist gar nichts los. Das ist nie ein gutes Zeichen. Nee. Ich höre Stimmen. Ja, ja, wir sind in der Face-Region. Ah! Sharky, da ist er doch. Fuck yeah, komm mal schnell hier rüber. Charlemagne Victor Beauchamp ist mein Name, aber das ist viel zu lang. Also nenn mich einfach Sharky. Okay. Willkommen auf Schloss Beauchamp. Der lauteste und stinkigste Ort in ganz Hull County. Und der einzige, an dem ein kleiner Pupsmeister schlafen kann, wenn er schlecht gelaunt ist. Der ist jetzt oben im Bro-Nest. Er heißt Blade und ist der Sohn von meinem Cousin Herc. Aber ah, wir ziehen ihn gemeinsam auf. Und ich sag dir, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Wenn er Fürze und Schüsse hört, fühlt er sich pudelwohl. Streng genommen gehört dieses Drecksloch hier den Highwaymen. Mom, lass mich nicht im Stich! Hier drin sind Zahnräder und so.
Ja. Damit. Alles plündern hier, was da drin ist. Es müssten vier Zahnräder wieder hier auch drin sein. Hier ist ein Safe. So, so, was müssen wir machen? Hier drin ist ein Safe, sagte ich. Ja, ja, das habe ich mitbekommen, aber ich weiß nicht, was mit die Mission jetzt allgemein. Mit dem Shark hier musst du reden, erstmal, der, weil du zu weit weggegangen bist, musst du wieder mit ihm reden. Ah. Wo ist denn der hin? Hier oben. Ich bin schon hinter ihm. Da. Also, streng genommen gehört dieses Drecksloch hier den Highwaymen. Aber Herc und ich haben uns hier verkrochen, solange der kleine Zahn. Es bricht mir das Herz, den armen kleinen Wein zu sehen. Wie auch immer, seitdem versuchen die Highwaymen-Flachwichser jeden Abend den Ort hier zurückzuerobern. Bis jetzt konnten wir sie gut abwehren. Aber im Moment bin ich ein bisschen gestresst, wenn ich ehrlich bin. Ja, wärst du so nett, einer überarbeiteten Mami in Not zu helfen? Ich habe ein paar Fallen an diese Hochdruckrohre angeschlossen, aber die müssen noch scharf gemacht werden. Der kleine Blade hält mich ganz schön auf Trab. Ich will nur mal 5 Minuten für mich haben. Ich leite dich von hier oben an. Okay. Abenteuer beim Babysitting. Aua. Einmal aktiviert. So machen. Achso, ja. Voll aktivieren. Da, wo die angezeigt werden. Okay, was ist die? Da hinten ist eine. Hä? Ich bin aus Versehen an eine Seilrutsche dran gesprungen. Cool. Jetzt erhöhe den Druck mit dem Zentralventil. Mann, das hab ich cool gesagt. Bin schon dran. Sehr gut. Dann drücken wir mal. Gehen wir mal. Bisschen Power. Okay, und wir sind. Komm mal. Ach, so. Der Shark hier. Den fand ich schon bei 5 gut. Der und Herc zusammen im Team. Zwischen dem Baby und diesem maskierten Analdildos kriege ich kaum noch Schlaf hier. Hoffentlich können die neuen Fallen die Arschmarten heute fernhalten. Aber das ist dann mein Problem. Du hast mir geholfen. Hier ist deine Belohnung. Probier mal. Herc und mein ganz privater Partyschnaps. Das ist die eiserne Reserve. Die ist nur für die besten Freunde. Und für besondere Amigas, wenn du verstehst. Tja. Tricke mit Sharky. Auf geht es! Das war ein Ach verdammt! Das war reines Ethanol für Fahrzeugmotoren. What the fuck? Außer wir haben reines Ethanol gesoffen mit dem. Ja, geil. Hey, damit hätten wir auch unsere Werkbank aufbessern können. Ja, stimmt wohl. Oh, die sind noch Zahnräder. Hey, alles klar? War meine Schuld, sorry. Ich vergesse manchmal, dass nicht jeder gerne so hart feiert wie Herc und ich. Da kommen ich feier härter, glaub mir doch. Ich bin im Bonus, mit Blade am Fest. Nur mit weniger Alkohol. So. Schließe es jetzt nicht. Schalte diese Pisser aus, egal wie. Dass sie nicht die Fallen kaputt machen. Die Fallen sollen die kaputt machen. Das ist ein ausgefeiltes System. Blade sagt, passt auf die Fallen auf, ihr Dumpfbacken! Blade, du hast natürlich absolut recht, Baby, aber nenn Leute bitte nicht Dumpfbacke, ja? Schon gar nicht die, die versuchen, uns zu helfen. Lass dich von der besten Musik antreiben, die jemals erschaffen wurde, und schick die Bratzen in den Disco-Himmel! Bitte nicht. Obwohl ich die Mucke gar nicht schlecht finde. Aua! Komm, hau! Ach so, die, wir können die ja ganz schön, die Mucke. Ah, okay, Gott sei Dank.
Ich hätte mir schon denken können, was für Musik, wo Musik jetzt kommt. Aus Teil 5, wa? Ja, die Disco-Mucke halt. Ich muss jetzt zu dir, aber ich glaube, wir sind zu weit vorne. Hilfe. Ja, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Aber boah, wow, need help, need help. Tot. Ja, ich steck, du auch? Ich steck mir auch tot am Boden. Nee, ich nicht. Achso, ich aber. Gut. Ja, ich seh grad, was du machst. Oha, gib dir dir voll die Schelle mit dem Baseballschläger. Oha! Ja, super. Das haben wir ja voll verkackt gerade. Ja, passiert. Ja, ich wollte dich gerade holen und dann sagt er mir... Ja, er gibt mir einen mit. Ja, ja. Ja, ich hab das gesehen. Ja. Gut, dann... Ein Versuch haben wir noch. Dann probieren wir es nochmal. Ich spiele jetzt mit Sprengpfeilen. Was soll der Geilste? Lass dich von der besten Musik antreiben, die jemals erschaffen wurde, und schick die Bratzen in den Disco-Himmel! Da kommen sie! Hilfst du, Mami, die bösen Buben in die Luft zu sprengen, Blade? Drück auf den Knopf! Genau so, Kumpel! Boah, ich hab keine Sprengpfeile mehr. Wieso hab ich keine Sprengpfeile mehr? Hab ich vergessen, welche zu kaufen? Verdammt! Hat ja schon mal gut geklappt mit den Sprengpfeilen jetzt. Da kommen wohl noch mehr Jungs. So treffe ich den denn nicht, Mann? Ich raste aus, ey. Baby Blade, danke für den coolsten Moment in Mamas Leben. Oh, ich spotte. Okay, ich glaube, ich hab sie alle. Nein. Doch, gespottet meine ich. Achso, das war zu, ja. Also markiert. Ach! Scheiß Falle. Toll, das. Hier oben sind immer die LMGs, also falls du. Spart Munition. Oh ja, ich hab kaum noch Munition. Du hast es aber, ne? Ich spiel einfach eine scheiß Falle rein. Ich häng fest! Das ist nicht meine Mission gerade, wa? Ich kann dir noch nicht mal
So, wo muss denn... Wird was angegriffen? Ich sehe die nicht. Boah! So. Gar nicht die, die versuchen uns zu helfen. Baby Blade, danke für den coolsten Moment in Mamas Leben. Dann muss ich jetzt zurück hier rüber. Komm schon wieder. Was sind die? Ich sehe keine Gegner gerade. Verdammt, Kleider, du bist einfach zu gut. Ich hab hier einen. Lass uns auch noch ein paar von denen übrig. Mann! Da unter uns. Hat genau unter uns wurde. Da hinten. Da sind sie. Osten. Osten, ja. Warte, ich spotte. Die haben einen Heli. Da bist du. Ich? Nein, Gegner. Ach so. Ich hab den jetzt nicht gesehen, wo der stand die ganze Zeit, aber dann stand der bei mir vor mir. Gegner tot. Aber irgendwo ist noch ein Gegner. Da muss noch ein Gegner irgendwo sein. Hast du den Heli schon down? Nee. Der ist auch weggeflogen, glaube ich. Ich hab den einen Gegner. Super. Haben wir die Mission geschafft, oder was? Jo. Jawohl, ja. Super. Das passt ja perfekt auch mit dem Folgenende. Ein weiterer Spezialist für Prosperity. Jetzt fehlt nur noch einer. Stimmt. Und das ist... Wissen wir schon, wer das ist? Ja, wir Nick wissen Rye. Schon, wer das ist. Nick Rye. Genau, aber das machen wir dann... Das machen wir in der nächsten Folge, würde ich mal sagen. Oder? Jo. Ja, wie dem auch sei. Dann verabschieden wir uns hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder oder hören uns auch in der nächsten Folge. Bär, 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 Bär. Irgendwie kommen aber auch wieder Gegner auf uns zu. Bären habe ich. Hinter dem einen umgekippten Auto, geradezu rechts von dir, sitzt noch einer. Der am Auto habe ich. Hast du nicht, den habe ich jetzt. Nee, da war noch einer am Auto. Direkt am Auto. Hier. Den meinte ich nicht, ich meinte genau, da. Hier liegt er. Es war ein Highwayman. So. Nee, ich habe doch einen geholt. Ich dachte, vier Vorteilspunkte ja, haben wir gerade bekommen dafür. Ich nicht. Ich hab, manchmal, aua. Ich bin hier mit. Ja, du gesehen. Hast bestimmt irgendeine Herausforderung geschafft. Naja, Sturmgewehr-Herausforderung. Ja, bitte. So, hier irgendwo stand der. Will immer sein. Gut, dann machen wir jetzt Ah, hier ist was im Blinder. Den wollte ich haben. So, und dann würde ich sagen, machen wir hier Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play. Fuck for New Dawn. Und dann kümmern wir uns um
Nick Wai, würde ich mal sagen. Ciao. Bis dann.